Einen wunderschönen, da bin ich schon wieder, euer Odin und Tigger. Und ich begrüße euch zu einem neuen Video. Ich habe gestern in Odin war einkaufen gemacht. Da werdet ihr zwei Produkte gesehen haben, wo ich euch gesagt habe, falls ihr das geguckt habt, dass ich darüber noch separates Video machen werde. Ich wollte eigentlich ein Unboxing und ein Hardware-Video machen. Ich werde aber ein Video machen. Jetzt und später, also wenn ich es getestet habe, ein zweites Video, weil. Was soll ich denn da großartig unboxen? Also bitte, das ist. So, ihr habt ja im Videotitel schon gesehen. Ich habe mir bei Alibaba Controller bestellt. Für einen sehr, sehr schmalen Taler. Also, Digga, jetzt musst du aber runter. So. Ich weiß es nicht mehr ganz genau. Also, die haben ein paar Cent Unterschied gekostet. Die ganz normalen Farben. Gott, ich werde euch das unten drunter verlinken. Die ganz normalen Farben haben, glaube ich, 11 Euro gekostet pro Stück. Und die extravaganten Farben, grün, weiß, rosé, gold, irgend so ein Pink war, glaube ich, noch mit bei. Oder rosa, so ein leicht zartes Rosa, haben 20, 30 Cent mehr gekostet. Und auch der hier, der hat, das ist einer, der hat 11,75, glaube ich, gekostet. Da ist dann nochmal, also die haben drei verschiedene Preise. 11, 11,50, 11,75, so in etwa. Ich habe das nicht mehr im Kopf. Die Verpackung würde ich jetzt so nicht Sony Original sagen. Ihr könnt mich berichtigen, aber früher sahen die nicht so aus. Da war es einfach nur in Plastikverpackung, also ein Plastikteil von Sony, wo du oben aufmachen musst, das muss den Controller rausziehen. Es kann sein, dass die neuen so aussehen und dass die für den chinesischen Markt gemacht wurden und deswegen so billig angeboten werden könnten. Ich weiß es nicht. Aber im ersten Augenblick ist mir kein Unterschied zu normalen aufgefallen. Ich muss aber sagen, wo ich die bestellt habe, da war die PlayStation-Taste, die. Da seht ihr sie, PlayStation. Ja. Bei einigen Controllern, weil da waren ja mehrere Bilder drin von verschiedenen Controllern und bei einigen war die Taste einfach nur schwarz. Und bei anderen, nee, die waren nur schwarz oder weiß. Mit dem Haussymbol, da waren schon wieder andere Controller. Da hatte ich Switch-Controller geguckt. Eigentlich waren die schwarz. Ich bin auch selbst sehr überrascht gewesen, wo es ankam, ja, dass die jetzt so aussehen und auch von der Verpackung her. Also da bin ich auf euer Feedback mal gespannt. Also ich glaube, das ist nicht original. Hier steht auch vor PlayStation drauf, also vor PS4. Und hier ist auch die PS4 abgebildet. Also und hinten ist halt der DualShock auch nochmal abgebildet. Ja. Und ich habe jetzt halt den Rot-Camouflage, weil den hat sich meine Tochter gewünscht. Und das ist der Steel Black, also Stahlschwarz. Also der soll ein bisschen ja, silbern sein, im Gegensatz zum normalen Schwarzen. Ich bin gespannt, wie lange der Akku halten wird. Das werde ich mit einer Stoppuhr messen. Immer wenn er an ist, reine Spielzeit werde ich dann messen. So von der Verpackung her sehe ich jetzt zwischen den beiden keinen Unterschied, außer dass beim Steel Black die Verpackung in der oberen Hälfte etwas heller ist als in der dunkleren Ecke, als bei dem roten. DualShock 4 Wireless Controller steht bei beiden gleich drauf, vor PS4. Das PlayStation Logo ist hier überall drauf, also DualShock 4 Wireless Controller und dann halt klein gedrucktes. Und hier hinten auch PlayStation Now und so drauf. Ja, wir packen jetzt einfach mal den roten aus. Wir packen den roten einfach mal aus. Also, da bin ich mal auf euer Feedback gespannt. Weil, wie gesagt, ich habe die extra bei Alibaba gesucht, weil mir ein befreundeter Kollege gesagt hat: guck mal bei Gearbest. Da haben sie aber nicht mehr. Da haben sie alle aus dem Sortiment rausgeschmissen. Nur so komisch und die sahen echt scheiße aus. Und dann habe ich mal gedacht, dann guckst du mal bei Ali. Die haben da auch alles. Und dann habe ich bei Alibaba reingekickt und habe da mehrere gefunden.
Und dann habe ich mir den hier rausgepickt, wo ich das bestellt habe. Der Versand war am höchsten. Also ich habe bezahlt pro Stück 11,50, 11,75 oder so. Ich bin mir jetzt nicht sicher. Aber Versand waren, glaube ich, oh, 23 Euro oder sowas. Oder 20 Euro. Ich bin mir jetzt gerade gar nicht so sicher, was der Versand war. Also ihr spart auf jeden Fall, wenn mehrere Kollegen zusammenlegen. Also wenn ihr, sagen wir mal, ihr seid 5, 6 Leute und ihr wollt Controller bestellen, macht da einfach eine Sammelbestellung. Ja, das sieht schon nicht so original aus, muss ich sagen. Aber wenn es ein Fake ist, ist es ein echt guter Fake. So. Und wie gesagt, ein Kollege von mir, der hat, oh, so eine USB-Kabel ist mit bei. Der hat sich die damals bei Gearbest geholt. Der hat auch gesagt, dass die in so einer Verpackung kam. Also nicht ganz so. Da war halt nur das PlayStation-Logo drauf und so. Aber er sagt, die fühlen sich an wie ein Original-PlayStation-Controller. Ich habe mal meinen in Originalen hier hergestellt, dass wir uns das mal angucken können. Er hat bis jetzt noch keinen Unterschied gefunden. Hier steht drauf CUHZCT2E. Das sieht aus wie ein originales Datenblatt von Sony. Also ein kleines Blatt, wo halt drauf steht, dass sind Haussymbole und ja, mit einem Kabel verbunden werden soll, angelernt werden soll. So. Die Verarbeitung sieht echt gut aus, muss ich sagen. Wenn ich mir den jetzt so angucke, so im ersten Moment, ich nehme euch mal ein Stück mit rum, damit ihr das vielleicht ein bisschen besser seht. Also im ersten Augenblick, die Haptik ist echt gut. Hier ist nichts ausgeblichen. Die Spaltmaße sind überall okay. Ich habe keine scharfen Ecken, Kanten. Hinten ist rau. Ja, hier fässt sich beim Originalen fässt sich ein bisschen weicher hinten an. Aber gut, der ist jetzt ziemlich alt. Es kann sein, dass er deswegen ein bisschen abgenuddelt ist. Aber so. Die hinteren Tasten. Sind ein bisschen leiser. Aber von der Form her sehen die identisch aus. Vielleicht die Neigung nicht ganz so. Aber das kann jetzt. Gut, der ist noch nicht so weit draußen hier, der R1. Ja, wenn ich hier ranstoße, dann komme ich hier direkt bis hier ran. Beim Original ist er genauso. Habe ich jetzt nicht so gedacht. Die Leitbar leuchtet. Hier kommt es nicht durch. Es kann natürlich am roten Plastik liegen, aber hier beim USB da unten, hier sieht man so ein bisschen rot, ein bisschen Licht durchscheinen. Das ist da ziemlich dünnes Plastik oder so. Das kann aber an der roten Farbe liegen. Wir haben auch einen EXT-Anschluss und einen Kopfhöreranschluss. Hier sind sie silbern markiert. Druckpunkte sind alle toll. Also der liegt echt, der liegt wie ein originaler Controller in der Hand. Also ich glaube nicht, dass es ein originaler ist bei dem Preis. Bei der Verpackung bin ich mir nicht sicher, ob die neuen so aussehen. Aber wenn es, ey, das ist wirklich ein echt guter Fake. So, nehmen wir mal den nächsten. Jetzt
nehmen wir mal den Steel Black. Und wie gesagt, ein USB-Kabel ist auch mit bei. So, nehmen wir mal den nächsten. Der ist komischerweise auch noch zu. Bei dem roten war da kein Plastik drauf. Also kein Klebeband. Hier haben wir auch wieder ein Heft. Verpackung. Hier, guckt, jetzt, hier ist der USB auch in der Tüte drin. Ach, jetzt ohne Plastik sieht es doch besser aus, ja. Ich hätte geschworen, dass das kein Unterschied zum normalen schwarzen ist, aber hier ist auch Plastik, so Folie drauf auf dem Mauspad. Zack. Hier ist keine drauf. Hier haben wir auch eine PlayStation-Taste. Aber hier ist der Akku komplett leer. Hier steht auch Sony drauf, hier oben. Bei dem roten habe ich gar nicht geguckt, da auch. Ist das ein Aufkleber? Oder ist es... Wir sind beim Originalen. Da ist es genauso. Okay. Achso, ich wollte ja noch gucken, ob hier... Ja doch, hier die Light ist ja schon die dritte Version. Quatsch, die aktuelle Version vom Controller, weil hier Mauspad leuchtet es auch. Danach habe ich mich ja nicht geguckt, ihr habt. Hier kann ich es jetzt nicht sehen, weil hier alle zu ist. Also die Druckpunkte sind super. Kann ich nichts anderes sagen. Auch hier haben wir XT und Kopfhörer. Hinten fasst sich's anders an. Hier fühlt es sich schon eher wie der Originale an. Ja. So, wir haben auch hier hinten einen Aufkleber. Der sieht auch aus wie der Originale. Dann zeige euch das mal da. Das vom Original Schwarzen, von meinem Schwarzen, der bei der PlayStation mit bei war. Und das ist vom Silver. Also Dark Silver oder Silver Black oder wie der heißt. Den zeige ich euch auch gleich nochmal nah. Und hier haben wir den roten. Und das ist der in seiner ganzen Pracht. Ich zeige euch mal den Schwarzen noch dazu, dass ihr einen Unterschied seht. Ich hoffe, über Kamera kommt es jetzt so rüber, weil das Licht heute echt kacke ist. Ich finde es hier ein bisschen glatter, das Gummi. Hier ist es wieder ein Stück rauer. Das ist schon echt. Das ist schon eine Hausmarke. Also für den Preis. Die Druckpunkte sind wirklich gut. Also jetzt mal ohne Flachs. Bei dem Preis war mir von vornherein klar eigentlich, dass es kein echter sein kann. Ja, ich habe gedacht, vielleicht billig hergestellt oder so, vielleicht originaler billig hergestellt oder so. Ich war mir nicht sicher, weil die Bilder wirklich exakt aussahen und dachte halt nur, dass sie das PlayStation-Logo da nicht zeigen dürfen oder was weiß ich.
Aber jetzt im ersten Augenblick, gefühlt und optisch, kann ich nirgends einen winzig kleinen Unterschied zwischen diesem oder dem roten und dem Originalcontroller, der zum Beispiel bei der Konsole mit bei war, feststellen. Ich werde den jetzt laden. Den werde ich heute Abend nehmen. Und dann werde ich mal den Akku stoppen. Wie lange der Akku hält. Reine Spielzeit. Und er wird im Menü an- und ausmachende Zähligkeit mit. Bei dem, der ist schon älter, werde ich es danach auch mal machen. Aber da ist der Akku halt, wie gesagt, halt älter. Also hält nicht mehr so lange. Aber Haptik, Qualität ist super. Ich habe hier keine scharfen Ecken, Kanten. Nirgendwo irgendwie ein Spaltmaß, was doof aussieht oder irgendwas dergleichen. Nichts. Nicht, wo man sagt, ja, naja, wurde halt in China gemacht, war. Nix. Ich habe hier da, selbst hier unten. Gar nichts. Okay. Gut, dann lassen wir das jetzt einfach mal so stehen. Wir gucken uns den jetzt erstmal an, wenn wir mit dem zocken. Selbst die Oberflächen von L2 und R2 sind angeraut, wie beim Originalen. Der Reset-Knopf ist vorhanden. Die Schrauben sind an der gleichen Stelle. Also Holla der Waldfee, kann ich da nur sagen. Holla der Waldfee. So, dann soll es das jetzt dazu auch gewesen sein. Wie gesagt, ich zeige euch mal jetzt nochmal komplett. Das ist der Steel Black. Ich wollte erst den silbernen. Aber der Steel Black, der hat mich schon immer so interessiert. Ja, der ist halt so. Oder ist das der gerade silberne? Ne, das ist der Steel Black, glaube ich. Ich habe die Bestellung ja dreimal umgeändert. Weil die Große wollte erst einen blauen, dann wollte sie doch keinen blauen, dann wollte sie. Was wollte sie dann? Gold? Dann wollte sie rot. Nee, rot Camouflage. Weil den finden die Freunde auch alle total toll und keiner hat den und sie würde gerne den roten Camouflage haben. Weil passt ja auch besser zu Fortnite. Und dann habe ich gesagt, naja, okay, kriegst du halt rot Camouflage. Gut. Ich würde mich dann hier verabschieden. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, Däumchen wären Träumchen. Ich werde den jetzt testen und mache dann später ein Review-Video nochmal dazu, wo wir genauer auf die Sache eingehen werden, wo ich euch dann auch mehr Daten sagen kann, wo ich euch sagen kann, wie lange der Akku hält, wie er sich beim Zocken verhält. Das ist jetzt erstmal nur der erste Eindruck, auspacken, erste Feedback dazu. Und das fällt sehr positiv aus, muss ich mal so sagen. Und das sage ich nicht, weil ich dafür Geld bezahlt habe und mir das schönreden will. Das ist wirklich mein Ernst. Ich wollte noch mal die PlayStation-Taste schnell mal kontrollieren. Naja, die sieht. Das Weiß sieht auf dem originalen weißer aus. Hier sieht es eher so weißgräulich aus. Aber das ist jetzt echt Meckern auf hohem Niveau. Also, das ist echt Meckern auf hohem Niveau. So, ich werde mich jetzt verabschieden. Wie gesagt, Däumchen wären Träumchen, wenn es euch gefallen hat. Würde ich mich freuen, wenn wir uns im nächsten Video dazu wiedersehen. Bis dahin, haut da rein. Ahoi. Das hat euer Odin.